Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe euch heute was ganz Schmackhaftes mitgebracht, wo ich selber sehr gespannt bin, wie es funktioniert. Die Breath of the Wild Modding-Szene ist nämlich seit Monaten schon super aktiv und ich möchte mich jetzt endlich mal in voller Gänze hier diesem ganz neuen Content widmen, weil hier gibt's unfassbar coolen Stuff. Heute habe ich euch eine neue Time-Trial-Aufgabe mitgebracht. Ihr erinnert euch vielleicht noch dran, im Originalspiel gibt es auch eine Zeitlauf-Aufgabe, in welcher man, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, möglichst schnell zu einer Zielflagge kommen muss. Ich habe das, glaube ich, nur ein einziges Mal gemacht. Es wurde sich dieses Time Trial Minigame genommen, allerdings in eine Mario Kart Wii Strecke gepackt. Es wurde eine komplette Mario Kart Wii Strecke einfach genommen und in Breath of the Wild reingesetzt. Und man kann hier auch seine Zeit stoppen. Und genau das möchte ich heute mit euch tun. Ich will sehen, wie gut funktioniert das. Können wir den Streckenrekord des Erstellers schlagen? Und gibt es irgendwelche gravierenden Bugs, die uns daran hindern, hier einen vollen Genuss des Rennerlebnisses zu erhalten? Es ist die gehobene Sprache. Falls ihr Lust auf das Ganze habt, Freunde, ihr wisst, wie ihr supporten könnt. Ihr könnt gerne ein Abo dalassen, falls ihr in Zukunft noch mehr Breath of the Wild Mods sehen wollt. Davon werden jetzt einige kommen. Und ihr könnt natürlich auch gerne einen Daumen nach oben dalassen. Aber jetzt genießt erstmal das Video. Dann laden wir mal unseren Breath of the Wild Spielstand. Ich habe hier einen Spielstand, der 100% abgeschlossen hat. Und es sieht erstmal im ersten Moment alles normal aus, aber wir hören schon, dass hier irgendetwas anders ist. Wir hören schon die Mario Kart Wii Musik, die spielt, wenn man sich in der Online-Lobby befindet. Und wenn wir uns hier beim Akala-Turm mal umdrehen, dann sehen wir schon, dass hier eine riesige Mario Kart Wii-Strecke schwebt. Die wurde natürlich in den Himmel platziert, damit sie einfach das normale Spiel nicht stört und einfach es keine Probleme gibt. Dementsprechend fliegen wir da jetzt einfach mal hin. Mehr als das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe natürlich das Spiel einmal gestartet, um zu gucken, ob die Mod richtig funktioniert. Mehr weiß ich aber nicht und vor allem bin ich halt auch gespannt, ob man hier wirklich alles erkunden kann. Wir können jetzt hier mal auf dem Dach landen, ne? Und mal schauen, ob wir hier irgendwas finden, ne? Hier ist ein Nintendo-Werbebanner von hinten. Wir können sogar auf die große Luigi-Kappe hoch, weil es natürlich der Luigi-Circuit ist, die allererste Strecke, die man in Mario Kart Wii fährt. Und die sieht wirklich ziemlich gut aus. Also ich schätze, die ist ziemlich 1:1 so aus Mario Kart Wii irgendwie hier in dieses Spiel gebracht worden. Das sieht wirklich super detailverliebt aus. Ich freue mich drauf. Erstellt wurde dieser Mod übrigens, Freunde, vom lieben Waikuteru, der sich hier auch selber ins Spiel gebracht hat. Link zu ihm und zu seinem Mod natürlich beides in der Beschreibung. Dann wollen wir doch mal sehen, was hier los ist. Hey du, ich sehe dich zum ersten Mal. Mein Name ist Waikuteru und ich veranstalte ein neues Minispiel. Genau hier. Hattest du jemals Mario Kart Wii gespielt? Ja, habe ich. Oh, das ist fantastisch. Du magst das Spiel sicher genauso wie ich. Ich habe es so oft in meiner Kindheit gespielt. Ja, das war mein allererstes Wii-Spiel. Und die Wii war meine zweite Konsole, die ich selber besessen habe. Der GameCube war die erste, die ich geschenkt bekommen habe. Wow, wir verstehen uns. Leute, man kriegt sogar 50 Cash dafür. So, und jetzt bereitet er hier alles vor. Es gibt von ihm einen Streckenrekord. Das hat er online gepostet. Ich weiß es nicht genau. Das werden wir erst danach schauen. Ich will mir jetzt erstmal den Kurs ansehen. Es geht darum, die Strecke so schnell wie möglich zu umkreisen. Aber Vorsicht, das ist kein normales Zeitfahren. Ich habe spezielle Fallen aufgestellt, die es dir erschweren werden, eine gute Zeit zu erreichen. Du kannst dir mit Sicherheit selber denken, aber Betrug ist weder erlaubt noch möglich. Du musst auf der Straße bleiben. Da ich aber ein gütiger Mann bin, erlaube ich dir, Sand zu berühren. Okay, wenn du Gras berührst oder versuchst, die Strecke zu verlassen, bist du disqualifiziert. Du solltest definitiv das Eponator Zero verwenden. Verstehst du die Regeln? Yes. Okay, Freunde. Es geht los. Unser erstes... Oh, nee, das... oh, das sieht nicht gut aus. Unser erstes Rennen in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Okay, die Steuerung funktioniert noch nicht so gut. Wunderschöne Musik. So, und was sind jetzt die Fallen, von denen er geredet hat? Oh Gott, da hätte er mich fast erwischt. So, wir versuchen natürlich schön innen zu fahren. Schaut mal, da vorne kommen kreisrunde Felsen. Oh, Bruder! Ey, das ist... So war das nicht ausgemacht. So, ich habe Angst vor diesen Felsen da vorne. Ich habe sehr, sehr Angst vor diesen Felsen. Die steuern jetzt bestimmt gleich auf mich zu, genau. Und jetzt hier schön innen bleiben. Ja, so weit, so gut. So weit, so... Oh, da kommen ganz viele Kleine. Da kommen ganz viele... Jetzt hat er mich von der Strecke abge... Wir wurden disqualifiziert. Na dann, zweiter Versuch, Freunde. Diesmal schaffen wir es vielleicht, eine Runde abzuschließen, ne? So, unser Eponator Zero ist auf jeden Fall jetzt schneller am Start. Wir müssen uns immer anschauen, wo diese Steine kommen, beziehungsweise wo wir uns am besten platzieren, um ihn auszuweichen. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall die Innenkurve nehmen. So, hier war ich vorhin eigentlich ganz gut beraten, als ich innen geblieben bin. Genau, damit bin ich safe. So, und jetzt versuche ich hier mal ganz außen zu bleiben. Ah, es hat mich von meinem Motorrad gehietet, aber ich lebe noch. Ich denke, das zählt. So, und er sagt ja, Sand darf ich berühren. Das...
Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir hier diese Schanze nehmen können. Wir können ja auch springen. Das war nicht der Sprungknopf. Der Sprungknopf war der andere. So, kriegen wir hier einen Turbo-Boost? Ist das möglich? Nee, kriegen wir nicht. Okay. Das heißt, wir müssen hier einfach extrem aufpassen, wo diese Fallen rauskommen. Wenn wir jetzt hier innen bleiben... Ah, wir können hier über Sand fahren. Stimmt, ich hätte die abkürzen... Und was geht hier ab? Hallo. Okay. Nein, ich drücke immer den falschen Knopf. Ich hätte hier springen müssen. No, 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 no. Aua. Okay, springen, springen. Nein, nein, nicht abnippeln, Bro. Okay, wir kommen ohne Eponato ins Ziel. Gar kein Act. 1,33. Ja, ganz nett, würde ich sagen. Oh, das muss definitiv besser werden. Wir kriegen ein Ei geschenkt. Ist das schon mal was? Ah, unter 1,30 kriegen wir die nächste Belohnung. Ja, das kriegen wir hin. I believe in us. So, ich bleib jetzt hier mal außen. Genau, das funktioniert. So, bei den Bomben hier muss ich auf jeden Fall innen bleiben. Weil die erst außen einschlagen und dann in die Mitte fahren, glaube ich. Ah, oh, verdammt. Was muss ich bei den kleinen Kugeln jetzt machen? Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Ah, okay, okay, ich lebe immerhin noch. So, jetzt kommen wieder Bomben. So, und jetzt versuche ich mal hier über den Sand zu fahren. Oh, hä? Der hat mein Eponato weggeeatet. Was soll das denn? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, können wir das nutzen? Nein. Hm. Schwierig. So, okay. Oh, verdammt, ey. Man kommt nicht durch diesen Bombenhagel durch, ohne von seinem Motorrad zu fliegen. So, aber ich will jetzt das Ende wenigstens gut hinbekommen. So, ich denke, wenn wir so fahren, sind wir ganz gut beraten, ne? So, und da muss ich jetzt, glaube ich, über diesen Pool springen, oder? So, hä? Wie will man das denn schaffen? What the fuck? Aber immer eine bessere Zeit als davor. Was macht dieser Felsen hier? What the hell? Oh, wir kriegen 100 Rubine. Das ist doch schön. Unter 1,10 gibt es nochmal einen Preis. Ja, komm, das kriegen wir hin. Ah, eventuell kommt man so irgendwie darüber. Eventuell macht man das Ganze so. Oh, nee, das war jetzt irgendwie nicht so sinnvoll. Okay, das ist auf jeden Fall bisher unser bester Versuch. Bisher wurden wir noch nicht runtergeheatet. Das Ding ist, ich weiß nicht genau, was jetzt hier vor... Okay, dann bleibe ich jetzt hier, glaube ich, erstmal außen, ne? Bevor ich jetzt hier irgendwo hochgeheatet werde. So, genau. Ich nehme jetzt einfach mal die Kurve hier so und die so. Oh je. Yeah. No! Man fliegt doch das Ding direkt, wenn man hier D. Also quasi, wenn man einfach nur dagegen fährt? Bro, was soll das? Okay, soweit, so gut. Jetzt ist nur die Frage, also, wie kommen wir denn jetzt am besten hier? Also, hä? Was? Also, ich check nicht, was ich. Also, ob ich hier noch irgendwie höher springen kann, ohne es zu wissen. Vielleicht, wenn ich dann einfach irgendwie so... Ach nee, wenn ich zu hoch fliege, dann sagt er auch so, könnte die Isolierrüstung hier irgendwie helfen? So, Freunde, ich wurde bisher noch nicht getroffen. Ich meine, das kann sich ganz schnell ändern. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob unsere Isolierrüstung hier uns irgendwas bringt in diesem Becken voller Elektro-Slimes. Wollen wir doch mal nachschauen. Wollen wir doch mal nachschauen, was hier abgeht. Zack! Ist ein Ergebnis, mit dem ich mich sehr zufrieden geben kann. Sehr, sehr, sehr geil. Das ist eine Zeit, damit bin ich voll zufrieden. Ich bin gespannt, was die Belohnung ist für unter 1,10. Deine Zeit war 1,03. Wow, 300 Rubine. Richtig gut. Ja, ja, unter 1,0 kriege ich nochmal eine. Aber ich habe das Gefühl, man kann irgendwie hier mit dem Motorrad boosten und ich weiß gar nicht, wie es geht. Aber ich glaube, wir haben gut genug gesehen, was diese Strecke so zu bieten hat. Ich bin sehr happy. Wenn du es jemals wieder versuchen möchtest, ich würde die Chance ergreifen. Bis dann. Hau rein! So, und jetzt hoffe ich einfach, dass ihr ein bisschen Spaß an dem Video hattet. Wie ich am Anfang bereits erwähnt habe, falls ihr Lust auf weitere Breath of the Wild Mods habt, da gibt es nämlich einige da draußen, ne? Dann abonniert doch gerne diesen Kanal, hier wird in Zukunft noch sehr viel kommen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dahin, euer Hübi, haut rein!